Das ist halt Nostalgie, das Spiel für mich auch. Ich kam nie weit. Cool. Der Hafen von Adia. Dieses einst friedliche Fischerdorf wurde von einer Dinozeut-Armee unter Kommando des Primogens vollständig ausgelöscht. In den Hügeln außerhalb der Stadt wütet die Schlacht noch immer, ohne Überlebende. Die Dinozeuts sind genetisch erzeugte Dinosaurier-Hybriden. Sie sind das pure Böse und sehr gefährlich. Obwohl sie tun, was ihnen der Primogen befiehlt, verfolgen die Dinozeuts ihren eigenen, noch teuflischeren Plan, die Menschen auf der Erde zu eliminieren. Dein Auftrag für diese Welt lautet: Aktiviere 3 Warnleuchttürme. Rette 4 Kinder. Aktiviere die Warp-Portale. Finde das Energietotem und verteidige es mit deinem Leben. Ich weiß, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß, dass ich da nie gut drin war. Ja, nur 4 Stück. Du hast wenig Sauerstoff. Oh, Entschuldigung. Das ist halt... Ich weiß... Kann mir mal kurz gucken, wann das Originalspiel rauskam? Ich weiß, dass ich das halt damals auf so einer... Damals... Ich habe noch ganz viele... ganz viele CDs gehabt. Ganz viele von diesen PC-Sammlungen. 98, ja, das Spiel ist halt so alt wie ich. Von diesen PC-Sammlungen. Diesen Spielesammlungen. Ist so Energiezelle erforderlich. Wer kennt jetzt nicht die Fässer, die explodieren, weil man da mit einem Bogen gegen schießt. Du hast da Kohle übersehen, oder da? Was ist so mit dem Sound, oder ist das zu leise? Also ich muss auf jeden Fall mal... Boah, ich muss die Sense runterstellen, holy shit. Oh, krieg ich ja Motion Sickness. Ne, krieg ich nicht, aber... Cheat. Kann ich auch nicht... Na, kann ich keine Zahl eingeben, geil. Und keine Mausglättung, bitte, danke. Oh. Schon so viel besser. So, bam! Einen Warnleuchtturm haben wir schon mal. Jetzt sind noch 4 Kinder und 2 Leuchttürme. Weil man braucht nur 4 Kinder, um die Weltbevölkerung wieder anzukurbeln. Kappa. So, so gehe ich auch immer die Leitern hoch. Frechheit. Wer hat sich überlegt, dass Blau dafür eine gute Farbe ist? Ich bin Turok! Geh weg! Das ist nur eine Leuchte, ne? Ah! Bam! Pick das wieder auf, bitte. Ah.
Level 2 Schlüssel. Oh. Was wollt ihr von mir? Boom, CS-Aim. Ja, gib mir meine Pfeile ruhig wieder, Mann. Ka-ching. Pech. Hey! Hey! Guck mal, die denken, jemand hat hier schon 100 Leben. Oh, let's go! Hier. Ich muss schwimmen, ne? Ja. Oder komme ich hier durch? Ne. Wow. Munition. Ja, komm hoch da. Ah! Boom, Headshot. Diese Sounds, ne? Fantastisch. Ist da unten jetzt die Tür aufgegangen wahrscheinlich, ne? Kommen wir hier hin? Taschenlampe. Let's go. Ich spiele auch nichts für eine App. Okay, warte. Eins ist das, da ist das. 10 Pistolen. Okay. Komm ich da rüber? Ja. Ja, Kind, ich komme gleich. Ah, was willst du? Käfig geöffnet. Ey, es ist halt so geil, dieses Spiel. Es ist halt einfach die Definition von einem Kind befreit. Danke, Durak. Kein Problem, Kind. Das ist halt, dieses Spiel ist die Definition von 80er Jahre Trash eigentlich. Bam. Ja, guck sie es an. Guck mal, wie dumm die sind. Und ins nächste Level. Bam. Der was gedroppt? Ja, Köcher mit 10 Pfeilen. Ah, das sind die Viecher, die erinnere ich mich noch. Geht weg! Es sagt mir halt absolut gar nichts, Marius, muss ich tatsächlich sagen. Boah, wie viel hält der aus? Der lebt immer noch! Alle meine Pfeile bin ich jetzt wieder bekommen. Komm so.
Warum wechselt Dem auf die Waffe? Velociraptor! War einmal. Das ist auch eine super Pistole. Du sammelst Munition auf, die hast du in deinem Rucksack und der lädt die automatisch ein. Fuck, die ist leer. Ja. Jetzt hab ich. Ja, besser ist das. Pistole. Boom, Headshot. Was haben wir denn hier? Joker. Da eben war noch eine Leiter. Hast du gedacht, du dumme Sau? Wer bist du? Außer tot. Ultragesundheit. Die Ultragesundheit. Ich bin Turok. Dass er das dann auch einfach sagt. Ich mag, dass er das, dass wenn ich mich so bewege, er so. Ha. Lappen. Du musst dir mal das Original angucken, da hast du halt eine Weitsicht von gefühlt 20 Millimetern, ey. Okay, da kommt man nicht drauf. Ich hätte da hochgehen müssen. Ja, wie dynamisch der da um die Ecken gehen muss. Energiezelle erforderlich. Dann müssen wir die wohl holen. Ja. Ich finde auch schön, wie auch die Mädchen dann auch einfach Turok kennen. What, Shotgun! Boom! 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 Ja, besser ist das. Oh, ich habe sogar unterschiedliche Munition. Klar. Kann man den Game actually duck jumpen? I don't know. Warnleuchtturm aktiviert. Warte. Ist halt nur die Frage, wo auf welcher Position du dann landest. Boom! Alter! CS-Aim ist da! Warum wechselt der zu Shotgun? Mir egal! Ja, gib mir meine Shotgun! Energiezelle erforderlich. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange dieses Spiel überhaupt geht, ey. Ich habe das nie weit gespielt, weil ich einfach zu kacke war als Kind.
Ah, ich muss es gar... Ah, ich weiß warum. Ah, okay, raff ich jetzt. Okay, cool. Deswegen macht er das die ganze Zeit. Hab ich jetzt irgendwas eingesammelt oder was passiert? Nee. War das eine Waffe oder sind die Viecher auf einmal magisch? Wie meinst du? Da muss die Shotgun her. Oh, dumme Sau. Achso, ja, das waren deren Waffen. Das sind doch so, das ist irgendwas Mutiertes. So genau habe ich jetzt auch nicht aufgepasst. Ah. Jetzt bedienen die auch. Boom. Kriegen wir das? Ah. So sehe ich aus. Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? Munition. Zusätzliche Munition. Okay. Ja, nicht Konsole. Okay, und wieder zurück. So, das hat sich bewegt. Jetzt ist die Frage. Sind auch, ne? Holy shit. Komm ich auch rüberjumpen? Ja. Weil ich bin Turok und ich hab Muskeln. Ja, ja, ich bin ja hier noch nicht fertig. Alles gut. Hier bin ich wieder. Ah, stimmt, hier war eine Map. Warte, wo kommen wir jetzt hier? Krass, direkt nächstes Gebiet. Egal, wir machen einfach mal. Wir gehen mit dem Flow. Wir gehen mit dem Flow. Level 3 Schlüssel. Wenn einmal so mit der Shotgun reingehen würde in CS, ne? Warp-Portal aktiviert. Also hieran kann ich mich auch noch erinnern, auf jeden Fall. Ich bin Turok. Shotgun bei mir geht meistens gut rein. Ja, 50-50 bei mir. Warum schieße ich? Egal. Arschkopf. Ich frage mich gerade, habe ich das andere Portal? Wie kann ich dir helfen? Ah, nee, fuck. Hätte ich das mal besser aktivieren müssen. Einmal kurz reingehen. Unlucky. Neuer Bogen! Heckbogen. Sniper-Modus eingeschaltet. Wild!
Sniper-Modus eingeschaltet. Boah. Ist schon fancy hier, muss man sagen. Wie langsam der im Wasser ist. Mal gucken. Sieht halt aus wie eine Boss-Arena, ne? Ah. Geht auf der anderen Seite auch. Warte mal. Das ist die Frage. Da gibt es sogar Pferde, ey. Hat sich nur das eine geöffnet, weil ich beide aktiviert habe? Aus, ne? Gibt eigentlich eine größere Map? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Schieß auf. Okay, das stimmt natürlich. Außer wenn es, also geht gut rein, wenn es unwichtig ist, weil es einmal wichtig wird. Ja, explodiert ja alles. Was haben wir hier? Adrenalin das Spiel, ey, holy shit. Wir gehen Close Quarters, da muss die Shotgun rausgeholt werden. Dass du auch nichts drücken musst, wenn du da rankommst. Oh ja. Ich habe so keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe jegliche Übersicht verloren. Holy shit. Muss ich nicht eigentlich Leuchtfeuer anmachen und Kinder retten? Arschkorb. Denkt jemand an die Kinder? Warum habe ich... Boah, der Tech-Bogen. Das ist ein Explosivbogen, ey, holy shit. Richtig wild. Ich finde das Geräusch sehr unangenehm, wie die Kinder weinen, ey. Bin ich ganz ehrlich. Fand ich damals schon mega unangenehm. Definitiv beste Waffe auf jeden Fall. Außer natürlich dieser über. So, lang. Sagen, stirbst du mal? Kinder generell sind sehr unangenehm. Ja, gut. Kann ich halt nichts gegen sagen, da will ich auch nichts gegen sagen. Okay, cool. Boah, ist das ein Blutspritzen, Alter. Wie geht das mir hin?
Let's go, Shotgun ist wieder da. Hey, bleib mal bis Pistole. Ich weiß nicht, für diese Art von Spielen sind Shotgun einfach die besten Waffen. Verstehe ich gerade nicht. Okay. Aber hier unten. Ich bin doch hier reingegangen, den habe ich doch nicht aktiviert. Weird. Wie sehen die anderen denn aus, die aktivierte? Ach so. Das meinst du ja gut, ich achte gar nicht auf den Text. Überblick, ne? Ich habe null Überblick, wo ich bin, wo ich hin muss und was auch immer. Das nehme ich aber gerne mit. Okay, verstehe aber schon mal. Das hier ist Streumunition, das andere nicht. Ich nehme schon drin. Ich glaube ja. Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? Konnte erstmal Munition. Zusätzliche Munition. Nee, nee, war ich tatsächlich noch nicht drin. Ich muss ja gleich eine Map aufmalen hier nebenbei oder was? Okay, hier war ich noch nicht. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie lang dieses Spiel überhaupt ist, ne? Okay, da kann ich runterspringen. Muss ich auch. Kann mal jemand bitte bei How Long to Beat gucken, wie lang dieses Spiel geht? Ja, keine Ahnung. Könnte halt von 3 Stunden bis 10 Stunden alles sein. Oh Gott, was passiert hier? So, jetzt farm ich euch ab. Zehneinhalb Stunden? Okay, krass. Hätte ich tatsächlich hätte jetzt noch nicht gedacht. Ich bin halt überhaupt kein Completionist. Ah, okay, jetzt bin ich hier wieder. Jetzt bin ich hier beim Start, okay. Jetzt muss man die ganzen Leute wegsnipern. So, ich springe hier runter. Gehe hier rein.
Ja gut, aber auch mit Extras. Ja, okay. Aber ich muss tatsächlich sagen... Ich glaube, es gibt noch kein Spiel, was ich auf For Long To Beat eingetragen habe. Wo ich auch nur ansatzweise so lange gebraucht habe, wie das stand. Ich habe immer weniger gebraucht. Und ich hätte eigentlich jetzt bei den meisten Spielen nicht mal gesagt, dass ich durchgerusht bin. Ultra Gesundheit. Nice. So, kann ich hier irgendwo hinspringen? Nee. So, hier hoch. Nice. Sagst du, bist schon... Ah, okay, cool. Ich hab nicht mehr den ersten gespielt. Ich hab so viele Spiele. Aber das ist nicht so ein langes Spiel, ne? Das heißt halt... Das heißt es... Was ist denn am 31. März? Würde mich gerade sagen... Ich bin Turok! Ah, okay. Haut euch das nicht genau aus der Dings ist... Denkst du nicht, das würde ich schön von den Klausuren ablenken? Hm. Okay, wir gehen mal ganz kurz da oben rein. Oh, okay. Ah ne, können wir gar nicht rein, wir müssen hier. So, ja gut. Achso, ja stimmt. Hab ich, war letztens sogar auf der Steam-Hauptseite. Kann ich das Spiel irgendwie austricksen? Ja, dann müssen wir wohl da hoch. Direkt vorbestellen. Was kommt denn so eigentlich bei dem neuen Binding of Isaac? Was ist da neu? Wieder 30 Milliarden Items oder was? Mit die andere Munition. Ah ne, die hier ist gestreut. Du! Ich weiß halt nicht, was es heißt. Ich weiß halt, kann mir halt. Nein, keine Ahnung. Gewehr! Ich hier nicht eben schon. Sniper-Modus eingeschaltet. Ja doch, hier hatte ich doch eben. Hm. Alter, wofür es diese scheiß Dingsgun gibt, weiß auch keiner. Okay, cool. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Den Fall nehme ich mit. Okay.
Danach ist er entweder so reich, er muss nie wieder was machen, oder... der Macmillan oder wie der heißt. Oder kommt dann das nächste Projekt. Oder sagt das jetzt und dann in 5 Jahren kommt doch mit noch ein DLC. Ja. Gut. Dementsprechend. Boom. Gewehr. Ja gut, also. Das ist halt normal, dass du so an so langen... was ist jetzt auf dem Wänden? Ist halt normal, dass du so lange an Spiel arbeitest, ne? Und dann guck dir mal den Stardew Valley-Typen an. Turok. Ich bin Turok. Aktivieren, ne? Ja. Warp-Portal aktiviert. So, ich habe aber jetzt... Ah. Okay. Endboss! Nein, Menschen! Sobald ihr mich für jenseits deiner Vorstellungskraft wurden in Bewegung gebracht. Der Träumliche darf nicht aufgehalten werden. Die Toten müssen fallen. Das Gleichgewicht muss aus dem Lot kicken. Chaos muss einkehren. Fuck. Boah, Metall. Wir sind die Düsternis. Wir sind das Unsichtbare. Wir sind die Oblivion. Heiligen darf nicht aufgehalten werden. Die Toten müssen fallen. Das Gleichgewicht muss aus dem Lot kicken. Chaos muss einkehren. Was bewegt wurde, darf nicht aufgehalten werden. Deine Schritte, dein Leben, ja, deine Existenz werden von den Oblivion überschattet. Dein Versagen ist unabsehbar. Textur von dem Haken, ey, holy shit. Ich habe auch fast gar kein Wort verstanden, ne? Du hast einen Teil des Partikelbeschleunigers gefunden. Wer ist sie? Turok, eine merkwürdige Kreatur befindet sich an diesem Ort. Ich weiß nicht, woher sie stammt, aber sie kommt mir bekannt vor. Sei besonders vorsichtig, wenn du die Warp-Portale betrittst. Was auch immer diese neue Bedrohung ist, es scheint, als ob falsche Portale errichtet wurden, um dich in eine Falle zu locken. Fuck. Ich will, das ist so eine dieser Fallen.
muss ich denn jetzt hier lang? Ey, ich glaube, das ist so ein Spiel, das darf man einfach nicht fragen. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich renne einfach mal weiter. Ja. Wir gehen noch. Scheiße. Ich krieg mir jetzt am Hunger, ey. Das ist ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen ist was Gutes. Okay. Oh Gott, ich krieg. Okay. Das heißt, das ist Finale. Jetzt muss ich nur noch den Rest aktivieren. Pferde, wo sind sie? Oh, ich hätte hier schon die Pistole haben können. Dann habe ich das eben gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Gibt es denn irgendwo? Ich glaube, dass ich vielleicht irgendwo einen Knopf drücke und draufklicken kann. Um zu sehen, vielleicht, wo das ungefähr ist. Aber wir reden hier von einem alten Spiel, natürlich nicht. So, hier haben wir aber eigentlich alles. Hier haben wir ein Kind und Dings. So, Level 2. Ja, da oben. Ah, so machen wir das. Ah, okay. Hätte ich also beim letzten Mal schon machen können. Kind befreit. Was? Danke, Turok. Kein Problem. Weil es einfach nur so ein Level ist. Okay. Hier geht's weiter. Wir gehen mal hier weiter. So, hier wird auf jeden Fall noch irgendwo was sein. Hier war ich, glaube ich, nicht. Hier war ich.
Okay, da muss da ist ein Ausrufezeichen, gehen wir mal dahin. Hier. Tech-Bogen, Sniper-Modus eingeschaltet. Ja, hier. Seitlich gehen ist hier einfach schneller. Mal ohne Witz. Okay, ich habe es nicht. Kann mir mal jemand helfen? Ich habe alle gekillt. Ne? Kannst du mal ganz kurz googeln, wofür man, was das für Dinger sind am Boden? Irgendwie mal kurz Turok, Baseplates, irgendwie so. Kann mir daraus nämlich keine Reim machen. Ich hab da halt alles gemacht, was man machen kann, so. Das ist ja Jump'n'Run oder was? Ja, ich hab ihn mit allem schon angeschossen. Kannst du aber gerne nochmal machen. Wenn ich es wieder finde, ja. Vielleicht dadurch? Ja, bin ich alles schon. Es gibt keinen Aktivierungsknopf, André. Ich habe die ganze Zeit gedrückt, aber deswegen hat er die Waffen gewechselt. Man können wir kurz gucken. Alternative. Ausright.
Nö. Achso, ich würde mal mit Taser durchschießen. Nö. Ich bin, glaube ich, nicht fett genug, Mann. Vor allem, ich bin ja... Das hier ist auf jeden Fall eine Arena, die mir den Tickbogen zeigen soll. I don't know, Mann. Ah, okay. Gut. Dankeschön. Ich bin noch... Ich würde da gerne noch aufs Dach kommen. Ich spiele es noch einmal. Ob ich da aufs Dach gejumpt bekomme. Auf das Dach gejumpt bekomme, ja. Weil da ist halt auch noch eine Door, die da weggeht. Oder ist es von da... Nee, ist nicht schlauer, oder? Ist es von da schlauer? Nee, niemals. Okay, scheiß drauf. Da komm ich her. Bunny Hoppen funktioniert im Spiel auch nicht. Ja, und wieder hoch. Ist hier irgendwas mit mir? Hm. Hier ist halt auch noch eine Tür, die noch nicht auf ist. Ooh, what you say? Ich hier dann nicht. Wow. I'm so impressed by myself. Dass ich das nicht gefunden habe. Taschenlampe. Gewehr. Okay, das war voll weird. Der Boden war schon geladen, aber die Animation war nicht zu Ende. Das hätte auch ganz nach hinten losgehen können. Mann, kein Aim. Kind befreit. Danke, Dora. Ah! Danke, zurück.
Ist er gerade aufgestanden oder was? Sieben verbleibende Leben. Hat er das gespeichert? Sieht so aus, oder? Ja, oder? So, da wird noch ein Kind und eine. Ein Leuchtturm. Okay, gab es nur diesen einen Weg noch? Gesundheit. Erstmal da oben lang. Geh doch da hoch. Dass wir ein größeres Level hier bedeutet, dass irgendwo das Kind noch ein Kind oder Leuchtturm sein. Ob hier nicht auch noch irgendwas ist. Ich hab keinen Bock auf diese Stadt. Erst für einen anderen Weg lang. Nein. Ach, hier sind wir. Ich tatsächlich nicht weiß, ob das Spiel ist, was ich komplett durchspielen werde. Mal gucken. Ich meine, das ist zwar ganz nice, Achtung. Aber weiß nicht, ob ich jetzt Bock habe, das 10 Stunden. Volle Gesundheit. Okay, cool. Ich jetzt noch Sniper-Modus eingeschaltet. Hätte ich halt schon noch gerne das Level hier fertig. Ah, wollte ich doch gar nicht. Oh. Okay, wir müssen mal in der Stadt gucken. Und da muss ich den scheiß letzten Leuchtturm auch noch finden.
Und ich habe keine Ahnung wo. Pistole. Da unten sind wir wieder am gleichen Ort. Hier wollen wir uns auch nicht runter zu springen. Volle Gesundheit. Oder hier haben wir eben gecheckt. Rausgekommen. Hier rechts geht zu der Innenstadt. Warum willst du gerade sterben, André? Ich will gerade sterben, das macht gerade relativ wenig Spaß. Vor allem, weil ich mich auch noch für so einen Keck hier hinsetze. Und jetzt voll Rückenschmerzen hab. Willst du zunehmen oder nicht? Ich sehe dein Problem nicht. Das ist halt kein Porter! Ich verzweifle hier gerade, ne? Hier ist doch nice. Ich sehe dein Problem nicht. Gut, aber das ist ja tatsächlich jetzt nicht mal so viel. Das geht ja tatsächlich noch, also, I don't know. Ich
Ja gut. Aber ist doch nicht so, doch nicht schlimm. Also Alter, ich werd hier wahnsinnig, Mann. Ich weiß nicht, wie dieser Scheiß jetzt gekommen und was das Kind ist. Weißt du denn, was es bei deinen Eltern gibt? Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? Verbesserte Gesundheit. Zusätzliche Munition. Eltern auch gern, ich finde das nicht lecker. Ich finde das nicht lecker. Warte mal, welche Taste ist raus? XZ ist Zielfernrohr. Wo ist auf der Karte? X und Z auch. Okay. Ja, ich hab's Dings nicht geschlossen, mach ich jetzt gleich mal, wenn jetzt noch eine kommt. Alter, ich hab keine Ahnung, wo das ist, Mann. Ich raste hier noch mal aus. Rot heißt doch, da geht's noch hin, oder? Würde ich jetzt mal so interpretieren. So, haben wir hier hinten, müsste ja ein Raum sein. Den haben wir. Okay, dann gehen wir jetzt mal da oben hin. Scheint sie noch irgendwas zu geben. Jetzt bei dem N. Wie komme ich da hin? Ich habe WhatsApp jetzt ausgemacht. Das ist halt, bin halt professioneller Streamer, was soll man sagen? Jo, mach das. Ja, ich raste hier gleich aus, Mann. Mach das jetzt noch 2-3 Minütchen, hab ich keinen Bock mehr. Wenn die Map zweimal abgelaufen ist. Das haben wir auch. Ja, sorry.
Ich kenne das auch bei Leuten irgendwie zu gucken. Das ist schon echt. Kann schon echt nervig sein, deswegen tut's mir leid. Okay, der Leuchtturm ist auch an. Irgendwie. Der hier ist nicht an. Let's go. Okay, hier fehlt's. Oh mein Gott. Warnleuchtturm aktiviert. Vielleicht ist noch irgendwo das Kind. So, hier geht's weiter, ne? Das heißt, hier wollen wir noch nicht hin. Bist halt nicht beliebt. Ich dafür geliebt. Es wäre André, wenn du wüsstest, wie sehr. Zwei Gesundheitspunkt. Marius, warum hast du mich darum aufmerksam gemacht, Alter? Jetzt kann ich es nicht mehr anziehen. Gut so, oha. 5 Puppies. Marius, ich glaube, das ist zu spät, zu wenig. Oh Mann! Wo ist das letzte Scheißdrecksplan? Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? Er hat angefangen. Ja gut. Das sieht ja auch ganz fertig erkundet aus. Das Village. Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? Ich bin auch die ganze Zeit gelaufen. Oder gibt es 4 Gebiete? Alter. Ich werd sauer. Das Kind habe ich. Das ist unfassbar. Das Kind habe ich auch. Das Kind habe ich auch. Okay, es ist tatsächlich im letzten. Oh.
Nee. Ha, wie komm ich gleich wieder zum Teleporter? Pretty geil, Alter, ich guck da jetzt. Oh mein Gott. Alles. Hätte ich niemals gefunden, bin ich ganz ehrlich. Es gibt einfach Momente, wo man einfach reinsehen muss. Manchmal muss man einfach nachgucken. Aber das ist in Ordnung. Keinen Sinn, ein Spiel ist so lange aufzuzwingen, wo man keinen Spaß mehr dran hat. Kind befreit. Danke, Turok. Kein Problem, Kind. Wäre, glaube ich, das erste Mal, dass ich dieses Level 1 verlasse. Wir werden noch mal in Level 2 reingucken. Aber das war's dann auch. Der Ronaldo, der Allerechte. Sag ich noch. Mir geht's gut. Bin ein bisschen tilt von dem Game gerade. Aber es ist wegen meiner eigenen Inkompetenz, von daher ist es in Ordnung. Sei gegrüßt, Turok. Wie kann ich dir helfen? Du kannst mich mal zum Finale robben. Ja. Das war richtig. So. Wie geht's dir, Second? Was macht das Leben, Junge? Durch und dann kann man das Level beenden. Auch hätte ich gar nicht machen müssen. Ich hätte einfach da links direkt. Ich bin so dumm. Egal.
Ich bin einfach von Anfang an. Nee, nicht hier. Fuck, wo war das denn? Hier. Nee, fuck, wo war das denn? Scheiße. Hier nochmal das Level laufen. Orientierung sagt danke. Warte mal, ich kann beim Droppen in der Luft springen. Oh wow. Jetzt wäre ich vielleicht da eben rübergekommen. Ich lese das jetzt sofort. Ich will ganz kurz konzentrieren, sonst laufe ich hier den falschen Weg. Ganz kurz. Ich wurde gerade gefickt, aber nicht auf die gute Art. Und ich fragte in ein paar Tagen an, wo meine Gruppe hatten. Second, sehr froh, dass du überhaupt Semesterferien hast. Bei uns, wir haben keine Semesterferien, basically. So aufgebaut. Bei uns ist es so, wir schreiben am Ende der Semesterferien unsere Klausur. Na, wir haben jetzt, es gibt so viele Studiengänge, da können natürlich nicht alle am Anfang schreiben. Also gibt es nur ein paar, die müssen am Ende schreiben. Jetzt geht's erstmal weiter in die Story. Du musst das Totem beschützen, Turok. Oh, okay, cool. Runtergefallen, no. Hör auf! Dummen Idioten! Ja, wir haben quasi am Ende der Semesterferien unsere Klausuren. Das heißt, die Semesterferien brauchst du eigentlich zum Lernen. Das heißt, wir haben so gesehen keine Semesterferien. Doch, hab ich. The fuck? Unsere Semesterferien sind jetzt Ende Januar. Die Sümpfe des Todes. Ja. In den Sümpfen des Todes leben die mächtigen Perlin, ein primitives und brutales Volk affenähnlicher Kreaturen. Die Perlin sehen in Menschen schwache, zerbrechliche Insekten. Ihr Neid gegenüber dem Fortschritt und der Entwicklung der Menschheit erfüllt sie seit Jahrhunderten mit tiefem Zorn. Der Primogen hat die Perlin für seine Zwecke gewinnen können. Er versprach ihnen das verlorene Land, wenn sie ihn befreiten. Die Perlin wissen nicht, dass der Primogen sie ebenfalls auslöschen wird, sobald Turok keine Gefahr mehr darstellt. Obwohl sie unberechenbar sind, hat der Primogen die Perlin mit gefährlichen Waffen, Munition und moderner Technologie ausgestattet. Dein Auftrag für diese Welt lautet...
Rette 5 Gefangene. Zerstöre 3 Munitionslager. Finde das Energietotem und verteidige es mit deinem Leben. Also Semesterferien geht 2 Monate. Von Ende, von Anfang Februar bis Ende, Anfang April. Gut, das hier machen wir aber irgendwann anders. Spielstand gespeichert.